zusammen. Herzlich willkommen hier aus der Isolation. Von uns zuhause. Von uns zuhause. Wir wollten uns mal melden, weil ja, bei dieser gegenwärtigen Situation ist es ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass es einem noch gut geht, aber uns geht es immer noch gut. Gott sei Dank. Wir müssen zwar beide auch immer noch arbeiten, also wir sind immer noch mitten im Geschehen. In der Gefahrenzone sozusagen, aber ja, das wird schon gut kommen, uns geht es gut und soweit ist alles in der Ordnung. Wir hoffen natürlich, euch geht es auch gut und bei euch ist auch alles in der Ordnung. Ja, wie ihr euch vorstellen könnt, unsere Wohnmobil-Saison-Ferien-Geschichte verzögert sich jetzt alles ein bisschen. Wir haben eigentlich auch das Wochenende ja los. Das machen wir jetzt halt aus aktuellem Anlass nicht, obwohl uns das sehr gefreut hätte. Ja, aber wir sind ja schlussendlich alle im gleichen Boot, also es geht allen genau gleich. Von dem her, wenn wir jetzt hier keine Extrawurst fahren. Nein. Einfach zur Sicherheit von uns allen. Wir hätten aber einen sehr guten Grund gehabt für uns persönlich, und zwar Sven. Genau, wir haben nämlich genau heute unser zehnjähriges Jubiläum. Wir sind jetzt 10 Jahre zusammen und wir sind immer noch glücklich miteinander. Ja. Und das haben wir natürlich unbedingt teilen mit euch. Jetzt halt von zu Hause aus der Isolation. Ich muss zwischendurch immer ein bisschen spicken, damit ich noch weiss, was wir alles noch haben erzählen wollen. Des Weiteren möchte ich mich ganz herzlich, oder wir uns ganz herzlich bei euch bedanken für all die, die jetzt noch dazugekommen sind beim Newsletter. Es sind nämlich die Leute, die heute in Isolation sind. Gibt es ganz viele Leute, die sich jetzt wieder angemeldet haben. Das finden wir natürlich toll. Für alle die, in den letzten 3-4 Wochen dazugekommen sind, die haben natürlich ein kleines Problem, dass sie unseren ersten Newsletter verpasst haben und der kommt ja auch nicht wieder. Aber in unserem ersten Newsletter haben wir ja gesagt, wenn das unser Follower-Treffen würde, sollte können stattfinden. Jetzt hoffen wir natürlich, dass das dann auch so bleibt, aber das wird man in Zukunft sehen. Man muss halt jetzt wirklich vorzu Zeit nehmen, wie sie ist, und planen ist momentan ein Fremdwort, glaube ich. Genau. Also es geht ja wirklich allen gleich. Von dem her machen wir uns auch keinen Stress. Wir hoffen, dass es klappt, aber wenn nicht, dann ist es halt so. Unser Follower-Treffen wäre also für alle die, die sie jetzt noch nicht mitbekommen haben, vom 28. August, das ist ein Freitag, bis und mit Sonntag. Auch dieses Jahr wieder im Wohnmobilhafen Bad Dürrheim. Für alle die, die kommen möchten, wir würden uns natürlich mega freuen. Meldet euch doch bei uns an per E-Mail, und zwar bis 14 Tage vorher. Das wäre dann der Freitag, 14. August. Und dann können wir das mit Bad Dürrheim hoffentlich wieder so abwickeln, dass wir sicher genug Platz haben. Ob das halt wirklich stattfindet oder nicht, werden wir sehen. Wir hoffen, bis dann sind die Grenzen wieder offen. Momentan könnten wir ja nicht einmal auf Deutschland in die Ferien, wenn wir würden wollen. Ja, das Follower-Treffen. Wir könnten gar nicht kommen. Genau, wir könnten nicht kommen. Ihr könntet euch ja treffen, aber wäre auch noch interessant. Wir würden dann vielleicht eine Skype-Schaltung machen, oder so 24 Stunden lang. Genau. Wäre mal etwas Neues. Wäre mal etwas anderes. Das war es eigentlich schon von unserem kurzen Corona-Update. Wir hoffen, ihr seid gesund, bleibt zu Hause, solange es halt nötig ist. Und könnt ihr ein bisschen Wohnmobil putzen, wenn ihr es gerade vor dem Haus habt. Haben wir leider nicht, aber das könnten wir theoretisch auch machen. Ja, aber es ist auch mal schön, einfach zu Hause zu sein. Und uns geht die Decke noch nicht so auf den Kopf, aber vielleicht ist es auch der Grund, weil wir immer noch raus können, müssen, gehen arbeiten. Ja, euch die Hause bleiben wünschen wir, dass ihr euch kreativ zuhause verweilen könnt, dass ihr gute Ideen entwickelt. So ein Coronavirus oder so eine Krise hat ja auch immer seine positiven Seiten. Und wir haben eigentlich schon ein paar herausgefunden, die positiv sind, die sich vielleicht in Zukunft positiv auch weiterhin bestehen bleiben würden. Fänden wir noch lässig. Genau, einerseits ist es viel ruhiger, hat viel weniger Verkehr. Und ja, das ganze
läuft einfach alles ein bisschen gelassener. Also ich habe letztens gesagt, für mich fühlt es sich an wie vor über 30 Jahren, als ich noch ein Kind war, nicht sehr klein, aber wo wir auf der Straße haben können spielen und es ist fast nie ein Auto gekommen. Oder es ist einfach, es fühlt sich so an wie vor über 30 Jahren, also für mich jetzt persönlich. Und ich weiss nicht, wie ist das für euch? Also es ist schon ein bisschen... Ja, irgendwie. Auf eine Art geniesse ich, dass man ein bisschen chillter kann an das Ganze herangehen kann, aber es ist natürlich trotzdem. Und gleich, es läuft ja gleich, klar, wir wissen jetzt noch nicht die Folgen, die es daraus gibt, die Wirtschaftskrise und so, die wird sicher kommen, aber irgendwie, ja, es geht gleich weiter, auch wenn es 3-4 Gänge weniger schnell läuft. Also sehr angenehm eigentlich. Genau. Also, sucht die schönen, positiven Sachen in dieser Zeit. Es gibt sie nämlich. Und wir wünschen euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss zusammen. Und... ich koche da so leger und du willst stecken. Gut. Wir merken, wir haben nicht mehr so viel, gell? Wir sind ein bisschen... Eingerostet. Eingerostet, schon länger her. Halt. Hoppala. Was? Hoppala? Hoppala. Ah. Ist gut. Ist ready.